Servus Leute und herzlich willkommen hier zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ihr hört es, die Stimme ist angeschlagen, bin zurück vom Urlaub. Eigentlich wäre ich ja beim Europa League Qualifikationsspiel von Rapid und Donnerstag schon dabei gewesen. Das musste ich aber absagen, ihr hört es. Ich bin wirklich nicht fit gewesen damals, aber heute kann ich es mir dann gehen lassen. Rapid gegen Sturm in der ersten Runde, absolutes Topspiel, über 20.000 Tickets verkauft. Blockfest richtig voll, über 2.000 Sturmfans. Also ich erwarte mir sehr, sehr viel heute von der Stimmung. Es wird richtig geil werden, ähnlich wie der Bundesliga. Ich freue mich schon sehr drauf. Und ja, natürlich am Anfang geht es immer essen. Mit dabei die Mama, die Denise, René. Zu 14 Mal heute im Stadion und jetzt erstmal eine kleine Stärkung holen. Dann gehen wir schon über den Zebrastreifen drüber. Ihr seht ja Kanks, Food und Drinks. Schauen wir mal, wie gut das ist. Aber er wird im Internet sehr gut bewertet. Wir haben uns mal heraus eingefunden. Ihr seht es, man kann ja raus sitzen. Drinnen, was sehr, sehr schön aussieht, muss man ehrlichweise sagen. Sind auch noch ein paar Plätze auf der Seite und dann nach rechts hinten. Aber bei den Temperaturen kann man sich schon mal was hinsetzen. Ich sage euch eines, ein Blick in die Karte macht es nicht leicht. Es gibt so viele geile Sachen, Vorspeisen, Hauptspeisen. Aber das sind nur, man denkt sich, die Karte ist klein, aber es gibt Salate, es gibt Bowls, Pasta. Das ist crazy. Da auch noch Smashburger. Wie soll man sich da entscheiden? Die Getränke sind schon mal da. Eistee, Aperol, Aperol. Noch ein Chai Latte, ist was Warmes für den Hals. Ich freue mich schon aufs Essen. Essen wird es geben. Fried Chicken für mich. Und ich teile mit der Mama da dieses Ziegenkäse im Hundegarten. Beziehungsweise sie bestellt es. Und ich esse, was sie nicht essen kann. Rest seht ihr nachher. Hat schon Hunger? Ja. Oh ja. Gut, ich auch. Ich habe noch nie so ein fettes Minze-Ding in einem Getränk gesehen. Halt mal deine Hand daneben, Mama. Oder das ist ja. Schau dir das an. Danke. Komplett verrückt. Ich bin nicht der Einzige mit so einem Ast Minze drinnen. Auch René und mich halt meine Hand daneben. Und schaut sich das an, das ist crazy. Das Essen ist schon da, ich habe mir eine Linsensuppe genommen. Dazu gibt es ein bisschen Peterbrot. Hier eben so ein gegrillter, glaube ich, was Ziegenkäse auf so einem Salat. Hier zwei teilt euch da. Schaut schon sehr geil aus. Burrata, Wassermelonen. Vorspeise. Los geht's. Highlight natürlich hier das Anschneiden von Burrata. Ganz ehrlich. Ich bin eigentlich Food-Influencer, oder? Vor allem ist René, Red Bull Salzburg-Fan, hat die Wespe gestochen. Nein, die Wespe hat nicht gestochen, ich habe die Wespe besiegt. Hast du sie besiegt? Scheiße, siehst du immer. Oh Gott. Wir hauen nicht wieder dagegen. Oder mit Eiswürfel hau dagegen. Weg mit dir, du Pisser. Oder die Wespen sind extrem aggressiv da. Es ist Wahnsinn. Sie sind das nächste Opfer. Rapid-Fan. Noch unverschont wir zwei. Leo ist ja. So, ich bin fertig mit der Suppe und dem Peterbrot, was dazu gekommen ist. Und ich sage euch ehrlich, sehr geil. Linsensuppe. 8,5 von 10, richtig gut. Sehr, sehr heiß, also richtig frisch aus dem Topf. Und das Peterbrot, man sieht es, glaube ich, eh. Ja, auch sehr, sehr geil. Kann man nicht hätten. 8,5 von 10 dafür. Die Mama hat das übergelassen. Das werde ich jetzt auch essen. Wird dir das geschmeckt? Das war sehr gut. Aber ein bisschen zu viel? Ein bisschen zu viel, ja. Ja. Du hast dir versprochen, dass du mit isst. Dann werde ich den Rest jetzt noch vernichten und dann auch berichten, ob das auch gut war. So, auch der Salat wurde jetzt fertig gegessen. Ich habe wieder realisiert, dass ich keinen Ziegenkäse mag, aber auch was der Rest da drin war, die sind gezetschten. Lust so Pinienkerne, geiles Dressing. Das ist auch der Salat sehr, sehr gut. Ziegenkäse nicht das Wahre, aber du magst ihn dafür umso mehr. Wie hat er geschmeckt? Wie war Burrata? Richtig geil. Ja? Mhm. Gut so, das freut mich. Das heißt, jetzt kommt die Hauptspeise. Bitte? Hast du schon die Zähne? Nee. Schreibt es in die Kommentare, falls ich was übersehen habe. So, ich habe jetzt in die Runde gefragt, von was sie glauben, also welcher Marke dieser Streuer ist. Und ich glaube, also ihr könnt auch kurz nachraten, wo ihr denkt, woher dieser Streuer ist. Ihr werdet nicht drauf kommen, weil die richtige Antwort ist Peugeot. Also, Peugeot, Salz- und Pfefferstreuer. Wer hat die? Auf die Eins? Wer hat die nicht zu Hause? Der ist jetzt mal gekommen. Hier, Crispy Chicken. Es schaut auch wirklich crispy aus. Mama hat das gleiche genommen. Hier einmal eine gefüllte Süßkartoffel für Denise. René hat eigentlich Asia Woknudeln bestellt. Hat jetzt Chicken Wings bekommen. Jetzt kommen aber auch noch die Asia Woknudeln ebenfalls. Ja, wir behalten die. Wenigstens werden wir alles satt. Auch wenn ich jetzt schon recht voll bin. Egal, wir lassen es uns schmecken. Das ist einmal von der Nahaufnahme. Ihr wisst, es geht gar nicht anders. Wenn das nicht crispy aussieht, dann weiß ich es auch nicht. So, schauen wir mal, ob ihr das hört, wenn ich da reinbeiße, wie crispy es ist. Crazy, ist wirklich sehr gut. Crispy Chicken ist gegessen. Ich sitze hier, lehne hier schon zurückgelehnt, das war sehr, sehr viel. Aber es war gut, 7 von 10. Ein bisschen saftiger hätte das Chicken sein können, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber Pommes gut, Soße auch gut, 7 von 10. Wie hat euch das Essen geschmeckt? Essen war sehr gut, sehr viel. Zu viel. Zu viel? Ja. Klassiker eigentlich, oder? Vorspeise 9 von 10, zweite Vorspeise 9 von 10, Hauptspeise 10 von 10. Ich gehe mit der Mama sehr gut, aber zu viel. Ja, also kann man machen da, oder? Ja.
Would recommend. Ja, ich muss ehrlich sagen, es ist ein bisschen versteckt hier, also versteckt, es liegt hier leise Straße oder so, leise Straße. Ist zumindest die Straßenbahnstation, wo man ausgestiegen ist. Heinrich-Kollin-Straße. Irgendwo im 14. am Weg zum Stadion. Also wie gesagt, für mich ein bisschen versteckt, dass Personen, die nicht im 14. wohnen. Aber im Endeffekt gut. Schauen wir mal, wie es preislich ist. Ich habe nur einen groben Überblick. Schauen Sie die Rechnung an, aber geschmacklich kann man es auf jeden Fall machen. Und auch die Bedienung sehr, sehr nett. Und jetzt haben wir netterweise sogar noch einen Nachtisch bekommen. Ich sehe so einen San Sebastian Cheesecake. Weiß ich, ob Nutella oder Schoko, so ist schon ein bisschen. Okay. Schokolade, Latkarten. Latkarten, Latinis, Schokolade. Oder hat er gesagt, sagt sie. Deswegen Cheesecake mit Schokoladensauce. Das wird jetzt gegönnt. Also, das ist gleich ein Anblick. Ich habe schon ein Stück probiert. Es ist herrlich. Cheesecake alleine schon geil. Mit Schokolade dann gemeinsam. Das will man mehr. So, kurzer Blick auf einen Teil der Rechnung. Ihr seht es, billig würde ich sagen, ist es nicht, aber das Essen prinzipiell auf jeden Fall gut. 16 Euro das Fried Chicken, die Suppe 7 Euro. Ja, ein bisschen billiger könnte es sein, aber geschmacklich in Ordnung. Und ich glaube, wir wissen es und merken es alle, alles wird immer teurer und natürlich auch das Essen. Aber kann ich auf jeden Fall empfehlen, Kings Food und Drinks. Gute Sache. Die Zeit der Pause ist endlich vorbei. Polizeiautos, unser Stadion, da steht es, Allianz Stadion. Rein da! Bevor wir da jetzt ins Stadion reingehen, wie geht's aus, Denise? Deine Prediction? 2-1 Rapid. Mama. 2-1 Sturm Graz. 6-1 Rapid. Bitte. Oder er mit seinem 6. Der Bienenstich. Der Bienenstich hat nicht gut an, oder der beste Stich, was auch immer war. Egal. Ich sag 2-1 Sturm. Und ja, ich blende euch gleich einmal jetzt die Aufstellung ein. Sturm da, Rapid da. Ja, der Rapid jetzt wahrscheinlich die Top-Aufstellung, außer Schaub noch. Der Einzige, der auf der Bank sitzt, Zvetkovic, fängt jetzt auch an. Also gerade defensiv schaut es bei Rapid heute richtig, richtig gut aus. Sturm mit Zakaria auf der Bank, was ich gesehen habe. Und in der Defensive Aivu, Lavalle, Wüthrich und Gazi Begovic. Also hoffentlich auch eine stabile Defensive. Schauen wir mal. Ich bin guter Dinge. Ich drücke die Daumen. Ich hoffe 2-1. Wir sind da im Stadion angekommen. Ihr seht hier oben die Lottokugeln. Also irgendwie so eine Choreografie geben. Alles ist möglich, vermutlich. Ja, schauen wir mal, was da vorne steht. Mit Lotto wird es vermutlich nicht sein, aber angelehnt an Lotto. Und drüben der Auswärtsblock, fast ganz voll, über 2000 Leute. Ja, Stimmung wird großartig. Anfangs wieder noch gedacht, Christian für immer. Applaus und eine Pyro. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, in all den Jahren, wo ich jetzt auch Videos mache, wo ich schon Einschätzungen abgebe, ich glaube, dass Rapid Feuer mit Abstand die beste Mannschaft hat und auch vom Trainer sich taktisch am besten eingestellt ist. Also ich denke, mit Rapid ist heuer zu rechnen, aber es wird generell auch eine spannende Liga. Der Last wird aufgerüstet. Ja, Sturm als amtierender Meister, als amtierender Doublesieger, der sich auch nochmal nachgerüstet hat, der auch nochmal verbessert hat. Wenn Brass weggeht, wird da wahrscheinlich auch nochmal Verstärkung geholt werden. Ja, ich bin sehr gespannt, was da ist, wirklich. Da werden wir wirklich oben mitmischen, wird, aber ich vermute mal Last, Rapid, Salzburg und Sturm natürlich. Die vier, einer von denen wird Meister werden und ich denke, dass es heuer wirklich lange spannend bleiben könnte. Wie es dann wirklich wird, werden wir sehen. Auch der WRC war stark in der ersten Runde. Ich freue mich einfach auf die Saison, auf das Spiel und in erster Linie natürlich Daumen gedrückt für Sturm. So, Nick Kapire. So muss es sein, Mann. Ja, alle mit dem Schal oben. Wichtig für heute. Glückssocke 1, Glückssocke 2. Ich hoffe, sie helfen. So, die Mama auch mit einem angepassten Outfit. Dezenter Schwarz-Weiß. So muss es sein. So, da oben auch wieder eine Drohne. Ja, Polizei überwacht hier natürlich wie immer alles. Da singt wer. Da musst du mitsingen jetzt. Wir wollen euch siegen sehen. Der Sturm ist uns alle. Fällt dir nicht so gut. Ja, jetzt ist die Aufstellung werden durchgegangen. Und hier regiert der ist gestorben. Bin gespannt bei Aivu. Ja, jetzt ist es nochmal lauter. Also ich bin gespannt, wenn der Aibuga heute ein Tor macht, ich glaube, dann brennt es ab. Oh, schauen wir mal, ich bin sehr, sehr gespannt. Und jetzt die Rapid-Ausstellung. Junge, jetzt von Rapid-Ausstellung, jetzt die Pfiffe von da. Schon ordentlich laut. Der Name ist auch schwierig, muss man ehrlich sagen. Unsere Nummer 8,
So, jetzt wird's laut werden. Ihr seht die Choreografie mit vorbereitet. Hinten, es wird in grün und weiß gewechselt. Oben eben diese Lottokugeln. Hier ein Rapid-Aufschrift noch drüber. Bin gespannt, was es für eine Choreografie wird. Ich hüpfe. Und da werden jetzt eine Kugel runtergelassen. Choreo beginnt. Boah, wenn da jetzt 33 rauskommen würde, wäre auch geil. Für Mission 33. Schauen wir mal. Schon mächtig laut im Auswärtsblock. Es ist quasi wie bei dieser echten Lottoziehung. Kugel für Kugel wird gezogen, links der Elfer ist schon da. Ich weiß nicht, ob jetzt der nächste 37 ist, schauen wir mal. Spannende und geile Choreo auf jeden Fall. Jetzt kommen die Mannschaften rein. Schiedsrichter wie immer ganz vorne, Kapitän Stefan Ierländer, rechts der Sturm. Links Leo Kapitän, Matthias Seidel bei Rapid. Ich bin absolut gespannt und freue mich extrem auf das Spiel. Stimmung Vorabend wird schon grandios. So, da kommen die Mannschaften jetzt her. Sturm hier, Rapid vorm Block West. Ich bin gespannt. Hier kommen nochmal Zams, Kerpen, Birev, Böbing. Lavalese ist schon eine Top-Mannschaft, aber auch bei Rapid mit dem neuen Boller. Vorne zwei Spitzen, jetzt Sangaré auch richtig stark. Schauen wir mal, es wird ein Top-Spiel, Top-Spielerrunde. So, die letzte Zahl ist ja, entfernt worden. Ihr seht, es ist eine rote 33. Wie gesagt, Mission 33 vermutlich. Ja, jetzt der ganze Block latscht, schaut aber immer mächtig aus. Oh nein, Skerp, was macht ihr? Was passiert da? Die Stimmung ist wirklich hervorragend. Sehr taktisch, sehr konzentriert, sehr kompakt. Einige Fehler von Sturm in der Defensive, aber jetzt mal guter Abschluss mit Swonarek und von Hed auch sehr stark gehalten. Schauen wir mal, 18 Minuten gespielt, geiles Spiel bisher. Nächster Fehlpass in der Verteidigung. Gott sei Dank. Das gibt's nicht. Ich dachte, jetzt hau ich ins leere Tor rein. Birev geht vorbei bei Hed, aber ja, Verteidigungsfehler auf beiden Seiten jetzt. Schauen wir mal, das ist Wahnsinn.
sehr schön gespielt. Kann man nichts sagen. Ich habe gar nicht mehr gesehen, wie es war. Es waren so zwei, drei direkte Bälle, die gespielt wurden. Ja, und Bellio hat den sehr, sehr sicher reingehaut. Ihr hört es, die Stimme ist wirklich angeschlagen. Halbzeit ist viele Fehler von Sturm in der Defensive. Wahnsinn, Rapid, schöne Kombinationen. Und ja, man merkt, dass die individuell jetzt einfach auch stärker besetzt sind auf der Position der Innenverteidiger. Es ist immer ein Fuß dazwischen. Sangaré auch extrem stark im Mittelfeld. Also, ja, ich würde nicht sagen, unverdiente Führung. Ja, es waren jetzt nicht so viele Torchancen auf beiden Seiten rausgespielt. Wenn sie wer verdient hat, eher Rapid. Schauen wir mal, wie die zweite Halbzeit wird. Ich hoffe, dass da mal Wechsel stattfinden werden, dass ein bisschen offensiver noch aufgestellt wird. Ich glaube, Karic kommt rein, also der linke Seite wird wechseln. Und der Rest wird sich zeigen. Kitaschwil ist ja auch auf der Bank. Chupwani. Ich hoffe einfach, dass da auch in der zweiten Halbzeit jetzt was geht. Oh, Jungs, da vorne geht auch eines der letzten Male. Alex Brass in der österreichischen Bundesliga. Oh, da kommt ganz allein zum Kopfball. Wahnsinn, schöne Flanke. So, da gibt es wieder mal eine fette grüne Rauchwolke rechts vom Block West. Und das ist die Attitude. Es sind heute 23.400 Leute im Stadion. Wahnsinn! Sag ehrlich, ich weiß nicht mal mehr, wann Sturm das letzte Mal am 16er war. Ich glaube vor 20 Minuten, das ist jetzt Minute 69. Also das ist wirklich viel zu wenig. Und Rapid spielt extrem stark. Schauen wir mal, jetzt in der Innenverteidiger gewechselt. Albu raus und Kitaschwili rein. Mehr Offensive, das ist notwendig jetzt. Ich glaube, abseits. Sind Sie der Zeit, abseits haben? Ich hoffe. Aber es ist, wie gesagt, Rapid spielt und spielt und spielt und spielt und ja, Folge richtig Bomben und Losch aus dem Haus. Rapid spielt eine Stunde. Boah, der rettet. Da steigt der Rauch auf. Oh,
kriegt doch einfach das zweite nicht rein. Aber es ist längst überfällig eigentlich, dass 2-0 für Rapid steht. Unfassbares Spiel. Die ganze Mannschaft steht nochmal da, auch Alex Brass vorne. Es war deutlich zu wenig. Jungs, das ganze Stadion feiert. Es sind auch fast alle hier geblieben von den Rapid-Fans. Ihr hört es. Spiel ist aus, 1-0. Ich habe es schon vorher gesagt, da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu ergänzen. Rapid hat wirklich extrem stark gespielt. Also wenn sie so ausspielen, haben sie auch eine Chance gegen Trabzonspor, wie man sie jetzt ausspricht, bin mir nicht ganz sicher. Ja, also sowohl im Mittelfeld, Zangaré, Bruder, der Typ ist krank. Kranker Transfer von Rapid Zangaré, der ist ultra stark. Jansson war stark, aber jeder zweite Ball hat Rapid gehört. Und ja, zweite Halbzeit war ja, da hat die im Sturm gar nicht mehr stattgefunden. Ich finde, man hätte ein bisschen früher wechseln können, aber im Endeffekt haben auch die Wechsel nicht mehr so viel geändert. Ja, es war noch ein bisschen Zug am Schluss da, aber es ist im Endeffekt gleich die Frage, wie hoch gewinnt Rapid. Sie haben einfach keinen Ball mehr über die Linie gebracht. Und ja, deswegen wurde heute verdient 3 Punkte hier in Wien behalten. Und in dem Sinne will nichts anderes zu sagen. Also Daumen nach oben, kommt da Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf die Saison. Mittwoch geht's weiter nach Kärnten. Sturm gegen PSG. Und in dem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Leute.